Das ist ungelogen das Größte, was ich jemals gemacht habe. Hey, weg. Vincent, bist du das? Nimm das hier. Das ist ungelogen das Größte, was ich jemals gemacht habe. Aus den bisherigen Kollektionen haben wir eine Art neue Welt erschaffen. Erst war es DGV, eine Kette in Form eines Chips. Aber wofür dient dieser Chip überhaupt? Stellen wir uns einfach mal vor, in diesem Chip sind Baupläne. Aber Baupläne wofür? Ich sag's euch, für den Bau eines Portals. Und hier kommt die Portal-Kette ins Spiel, meine zweite Kollektion. Und jetzt stellt euch vor, dieses Portal führt euch in ein völlig neues Universum. Das DigiUniverse. So lautet der Name meiner neuen Kollektion, DigiUniverse. Plötzlich findet ihr euch in einer futuristischen und dystopischen Welt wieder, wo ihr die Regeln macht. Damit meine ich ein Cyberpunk-Szenario. Wie wir alle wissen, ist es in Cyberpunk-Szenarien üblich, dass Mensch und Technologie miteinander verschmelzen. Damit so etwas überhaupt möglich ist, brauchen wir eine Hauptplatine, eine Art Mainboard. Ich stelle euch vor, Piece Nummer 1, das DigiBoard. Und diese Kette hat die Community mitgestaltet. In diesem Video habe ich gebeten, euch für 7 Symbole zu entscheiden. Gewonnen haben Chemiker, Bastler, Hacker, Straßenkämpfer, Unternehmer, Informationshändler und der Kopfgeldjäger. Bei der Online-Bestellung habt ihr die Möglichkeit, eure favorisierte Klasse auszuwählen und dieses Symbol wird dann hinten auf eurem DigiBoard eingraviert. Aber das ist noch nicht alles. Ihr mochtet die individuellen Zahlen von DigiV? Also haben wir auch das zurückgebracht. Genau unter jedem Symbol wird eine zufällige Zahl eingraviert, die nur einmal existiert und damit euer DigiBoard einzigartig macht. Ihr habt richtig verstanden, jede Kette ist komplett individuell. Okay, also ihr habt nun eine Klasse und die Hauptplatine. Aber was wären denn so Gadgets, die euch helfen, in so einer Welt zu überleben? Überlebenswichtig sind natürlich unter anderem Informationen. Aber wie gelangt man an diese? Eine Möglichkeit wäre Spionage. Zum Beispiel durch das heimliche Aufzeichnen mit Hilfe von Kamerawands. Habt ihr bestimmt schon irgendwo mal gesehen, sei es in Filmen, Serien oder Videospielen. Und damit kommen wir zu Piece Nummer 2. DigiSpy. Sehr detaillierte Ohrringe, die aussehen wie kleine mechanische Wanzen. Diese könnten in so einer Welt irgendwo hinkrabbeln und eure Gegner heimlich aufzeichnen, damit ihr ihnen immer einen Schritt voraus seid. Wie gesagt, die sind sehr detailliert, sehr hochwertig und meiner Meinung nach einfach super schön anzusehen. Mit DigiBoard und DigiSpy kann man schon einiges erreichen. Jedoch wird es in so einer Welt immer Situationen geben, wo die Fähigkeiten einfach nicht ausreichen. Also, was tun? Wir brauchen eine Art Booster. Hier kommt Piece Nummer 3 ins Spiel. DigiBoost. Auf der Gamescom haben wir super viele Zuschauer interviewt und die meisten von euch wollten für die nächste Kollektion unbedingt Ringe haben. Und voila! Wir haben es in die Tat umgesetzt. Wenn man sich diesen Ring genau ansieht, sieht das so aus, als würde eine Art Schlauch durch den Ring in den Finger gehen. Stellt euch vor, da würde ein Boost hindurchfließen, der eure Fähigkeiten verstärkt. Und mit diesem seid ihr unaufhaltbar. Jetzt kommt aber der große Twist, auf den ich sehr stolz bin. Es ist nämlich so, dass sich einige von euch die Verstellbarkeit der Ringe wünschten. Wir wussten aber nicht, ob wir es hinkriegen. Ihr müsst wissen, All You hat noch nie verstellbare Ringe gemacht. Doch, wir haben es geschafft. DigiBoost ist verstellbar. So müsst ihr euch keine Sorgen machen, ob sie euch passen oder nicht. Es war wirklich nicht easy, aber wir haben es hinbekommen. Alles, was ich euch gerade vorgestellt habe, gibt es natürlich in Silber und in Gold. Doch Moment, ich habe eine weitere Überraschung für euch. Ihr wisst ja, bei den bisherigen Kollektionen gab es immer eine Verlosung und einen einzigen Gewinner. Der wurde zufällig ausgewählt. Doch dieses Mal ist es nicht einer, sondern 100. Ihr habt richtig gehört, von allen Käufern erhalten 100 Zufällige ein kleines Geschenk von mir obendrauf. Das DigiBoard in Schwarz. Plus, die Schwarzkette hat ein besonderes Symbol. Der Imperator. Das 8. geheime Symbol. Jeder, der bestellt, kann mit Glück zu diesen 100 Leuten gehören und die Schwarzkette ergattern. Ihr seht schon, diese Kollektion ist nochmal viel größer, viel hochwertiger und natürlich nach wie vor allergiefrei. DigiSpy 29,90 €. DigiBoard 49,90 €. Und der DigiBoost 39,90 €. Wenn ihr jedes Piece haben wollt, kann ich empfehlen, das nicht einzeln zu kaufen, sondern euch das Set zu holen. Damit zahlt ihr dann nicht 120 €, sondern 99,90 €. Ihr merkt, es ergibt Sinn, sich das Set zu holen. Und wie die alten Kollektionen wird das hier wieder limitiert. Das heißt, ihr habt nur eine bestimmte Zeitspanne, wo ihr euch die Produkte bestellen könnt. Dieses Mal wird es wieder eine Woche sein. Das heißt, ihr habt nur bis zum 13.11. Zeit, die Produkte zu bestellen. Danach wird es nicht mehr möglich sein. Auch hier, wir produzieren nur so viel, wie bestellt werden.
Die Produktion beginnt erst nach den Bestellungen. Ich hoffe, ihr seid genauso hyped wie ich und ich möchte einfach möglichst viele von euch damit sehen. Das ist wirklich so eine Sache, wo ich mit Herz und Seele hinterstehe und deswegen bedanke ich mich schon mal im Voraus an alle, die Digi Universe bestellen. Ihr wisst nicht, was für eine große Unterstützung das ist. Den Link zu dem Shop findet ihr sowohl in der Videobeschreibung als auch im angepinnten Kommentar. Es wird einfach nur krass. Lasst uns zusammen ins Digi Universe eintauchen. Gebt Namen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt unten in die Kommentare, welches der Pieces euch am besten gefällt. Ich persönlich kann mich nicht entscheiden. Ich finde alles geil. Und das war's. Haut rein. Euer Vic.